Tja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum schönsten Mittwoch in der Woche. Ich bin natürlich euer Avenger und ja, auf Facebook wurde ein Video hochgeladen, wo ein Mensch erschossen worden ist. Was genau passiert ist, was euch erwartet, seht ihr gleich nach dem Intro, also auf jeden Fall dranbleiben. Alter. Ja, in Erie County, US-Staat Pennsylvania, ist etwas passiert. Und zwar, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ein Mensch wurde auf offener Straße erschossen und das Video wurde später auf Facebook hochgeladen. Ja, ich kann jetzt noch ein kleines Update dazu geben. Der Mann hat sich selber erschossen. Wie das Ganze passiert ist, kann ich euch jetzt sagen. Folgendermaßen, er ist zu einer McDonald's-Filiale gefahren und hat sich im Drive-In einen 20er Box Chicken Nuggets bestellt. Die Frau hat ihn wiedererkannt, anhand von Facebook, würde ich jetzt mal behaupten. Und hat die Polizei gerufen, hat die Bestellung praktisch in die Länge gezogen, dass er da bleibt. Also sie haben versucht, ihn festzuhalten. Und, ne, so wie ich das jetzt halt gerade. Bevor die Polizei eintraf, konnte dieser Mann flüchten. Das artete dann aus zu einer Polizeiverfolgung. Der Mann hat sich dann kurz darauf später, nach der Polizei von Georgetown, Pennsylvania, die meint, der hätte die Kontrolle über den Wagen verloren, hat danach einen Unfall gebaut und hat sich dann auf offener Straße erschossen. So, meine Frage jetzt an euch, beziehungsweise Facebook hat dazu gesagt, sie möchten es verhindern oder möchten irgendwas machen, dass solche Videos nicht mehr öffentlich gezeigt werden können oder beziehungsweise früh erkannt werden können. Jetzt ist aber meine Frage an euch. Einerseits war es gut, dass das Video hochgeladen worden ist, weil sonst hätten die McDonald's-Filialenmitarbeiter das überhaupt gar nicht wissen können, wie dieser Mann aussieht. Also ist es eigentlich eine gute Sache gewesen, einerseits. Aber andererseits, es gibt halt auch viele Kinder auf Facebook, die das halt dann auch sehen können. Jetzt ist halt ein bisschen, ne, sind wir wieder in so einer Zwickmühle und so. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal fragen, haut's auf jeden Fall mal in die Kommentare unten rein und auf jeden Fall auch mal in der Infobox bei so eine kleine Abstimmung. Wie ihr das denn findet? Findet ihr es gut, dass Videos, also solche Videos auf Facebook hochgeladen werden, damit man diese Täter schneller erkennen kann? Oder, nee, es geht gar nicht, Kinder schauen zu, das geht absolut überhaupt nicht und Facebook muss da unbedingt was machen. Also, wie schon gesagt, krasse Aktion eigentlich, was da passiert ist und ich würde mal sagen, wir haben echt genug zu tun momentan auf der Welt, ne? Weltkrieg und so, Kim Jong bla blub Sung oder so, wie der heißt. Und Trump und Putin und da muss man sich dann noch mit sowas rumstreiten. Ich meine, wir haben auch den Terrorismus und so. Die Gründe, warum er diese Tat begangen hat, ist gar nicht so wirklich, also kann keiner sich erklären, warum das passiert ist. Na, ob das jetzt... Whatever. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, so viel dazu. Ich hoffe, ihr macht in der Abstimmung mit und wie schon gesagt, würde mich auf jeden Fall drüber freuen, über eure Ansichten. Hm? So, meine lieben Freunde, das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wie schon gesagt, macht auf jeden Fall bei der Abstimmung mit und schaut auch mal beim Honeywolle vorbei. Der hat nämlich momentan echt geile Videos hochgeladen, was sich so momentan zwischen Trump und der Welt abspielt und Nordkorea und weiß der Geier Scheiße, was da alles passiert ist. Also auf jeden Fall da mal reinschauen. Wie schon gesagt, mein letztes Video werdet ihr hier nochmal sehen und natürlich wieder meinem Let's Play Channel und meine Fratze zum Abonnieren und natürlich auch den Kanal von Honeywolle. Wird ja auch nochmal verlinkt, nur für euch. Ja, ich werde nachher auch nochmal auf Twitch streamen. Ich würde mich unwahrscheinlich darüber freuen, wenn ihr dabei sein würdet. Schaltet auf jeden Fall einfach mal ein. Ich würde es mega geil finden von euch und ja, wie schon gesagt, kurzes Video, das war's auch schon wieder und euer Avenger, see you next time, haut rein, bis dahin, servus, alter Schwede.